Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls für Oblivion. Ach ja, jetzt weiß ich, warum wir nicht laufen können, wir sitzen da immer noch. Ja, beim letzten Mal haben wir die Mission für die Magiergilde abgegeben. Jetzt müssen wir mit Tarm, doch keine Ahnung, irgendeine hässlichen Echse sprechen. Und mit der müssen wir sowieso sprechen, wenn wir mit der Hauptquest weitermachen wollen. Okay, vom Wollen ist nicht die Rede, aber wir werden das einfach nebenbei machen. Mystische Archive, was wird sie wohl da drin machen? Was macht man in mystischer Archive? Da ist sie ja. Ah, ihr müsst der sein, über den ich die Nachricht erhielt. Wie kann ich euch helfen? Mystische Morgenröte. Erstmal. Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller dädrischen Kulte. Es ist nicht viel über sie bekannt. Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran, den sie ihren Meister nennen. Selber eine schattenhafte Gestalt. Ich habe eines ihrer Bücher gefunden. Ah ja, Erläuterungen zum Mysterium Xaxis, herrlich. Ihr habt also ein wissenschaftliches Interesse an den dädrischen Kulten? Ich muss die mystische Morgenröte finden. Nach ihnen suchen, wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken. Offizielle Angelegenheiten und so. Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen, keine Sorge. Sagt nichts mehr. Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden. Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen. Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte. Aus dem Text wird klar, dass es 4 Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt. Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen. Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält, an dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet. Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig, in die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden. Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung. Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle 4 Bände der Erläuterungen. Okay, wo kann ich diese Bücher finden? Hier. Ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben. Geht bitte vorsichtig damit um. Wie gesagt, den 3. und 4. Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Fragt doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel. Fincias, der Eigentümer, kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler. Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann. Okay, Totenbeschwörer. Wieso plötzlich dieser ganze Wirbel? Ich dachte, das wäre mittlerweile in Vergessenheit geraten, da die Nekromantie schon so lange in der Gilde geächtet ist. Und plötzlich taucht jemand hier auf und braucht unbedingt sofort Informationen. Ohne jede Rücksicht darauf, dass ich vielleicht selbst Dinge zu tun habe, an denen ich arbeiten muss. Ja, Magiergilde? Die mystischen Archive haben eine umfangreiche Büchersammlung. Okay. Irgendwas irritiert mich da jetzt. Es war schön mit euch. Wir sollen ja jetzt mit ihr reden. Sie wollte nicht mit mir darüber sprechen. Okay. Lesen wir mal den 2. Band. Zerstörung hat sich erhöht. Ja. Um ehrlich zu sein, ich weiß schon, wo ihr Schrein ist, aber wir werden trotzdem diese Mission durchführen. Ja. Ja, gut, das war das Buch und wir müssen jetzt irgendwas loswerden, was wir nicht brauchen. Wir brauchen jetzt einfach zum Verrecken nicht... Was brauchen wir denn nicht? Truppe des Beschwörers. Weg damit. ...zu sprechen. Lasst es mich wissen, wie euch... seht, wenn ihr wegen Informationen hier seid, müsst ihr sie leider alleine finden. Ich übe sie natürlich nicht aus, wohlgemerkt. Ja. Ich möchte nicht, dass jemand glaubt, ich würde so etwas betreiben. Ich wollte damit nur sagen, dass ich darüber nachforsche. Ich wurde geschickt, euch zu treffen. Warum seid ihr so beschäftigt? Wieso? Wieso? Oh, eigentlich kein wirklicher Grund. Es ist nur so, dass der ganze Rat der Magier mehrmals hier war und dass alle Informationen über Totenbeschwörer haben wollten. Ausgerechnet Nekromantie! Also ich mag Nekromantie. Ich wurde geschickt, euch zu treffen. Oh, natürlich habt ihr das.
Zweifellos versucht der Rat, euch dazu zu bringen, mich noch mehr auszufragen. Ich habe Karanja erst kürzlich hier herausgejagt und ihnen gesagt, sie sollten mich gefälligst in Ruhe lassen. Ich sage ihnen immer wieder, dass ich keine Ergebnisse liefern kann, wenn man mir keine Zeit lässt. Ich bin es nicht gewohnt, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Ich bin hier, um zu helfen. Hilfe? Seid bitte nicht beleidigt. Doch ich weiß nicht, wie ihr das tun könntet. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Es sei denn, ihr wolltet mir einen Teil dieser Arbeit abnehmen. Ich weiß allerdings die Geste zu schätzen. Falls ihr etwas Bestimmtes benötigt, dann wäre das sinnvoller, als mich lediglich nach den Totenbeschwörern zu fragen. Okay, erzähl mir von den schwarzen Seelenjuwelen. Eigentlich sind Steine. Das ist natürlich etwas Spezielleres. Endlich etwas, worauf ich antworten kann. Lasst mich kurz überlegen. Oh ja, es gibt da einen obskuren Text, in dem diese Steine erwähnt werden. Er müsste eigentlich hier irgendwo sein. Es sei denn, Falkara hätte ihn nie zurückgebracht. Der Titel des Buchs lautet Totenbeschwörermond. Über die Ursprünge des Textes weiß ich nichts Genaues, aber es geht darin auch um diese Juwelen, für die ihr euch interessiert. Ihr müsst leider selbst versuchen, den Text zu finden. Ich bin durch diese vielen Anfragen dermaßen überlastet, dass ich fast völlig den Überblick verloren habe. Das ist äußerst nervenaufreibend. Okay, Totenbeschwörermond. Ich glaube, es wird euch sehr ver... Okay, ich weiß wohl zufälligerweise, wo das Teil sein könnte. Lebt wohl. Ach so, wir sollen jetzt hier in den Archiven so... Ich weiß nicht, wo es sein könnte. Gut, Brüder und Schwester des Wurms, verzweifelt nicht, bla bla bla. Das weiß ich auch noch so in etwa, wie das funktioniert. Also man muss irgendwie einen großen Seelenstein haben. Ja. Da muss man irgendwie zum bestimmten Ort gehen und einen Zauberspruch drauf sprechen, dann kann man... Okay, wieso muss ich jetzt zu dem Kerl gehen? Ihr seht heimtückisch. Jetzt darf ich hier voll hin und her rennen. Ich bin doch hier kein Laufbursche oder euer Neger. Ja, sorry, aber jetzt komme ich mir irgendwie echt verarscht vor. Ich wollte jetzt eigentlich in dem Part so richtig viel vermöbeln und so, aber irgendwie... War euch Tamena beim Sammeln? Ja, war sie. Totenbeschwörermond. Hervorragende Arbeit. Ich glaube, dies wird dem Rat von Nutzen sein. Ich werde dafür sorgen, dass sie auf den Inhalt aufmerksam gemacht werden. Freu dich. Ich habe noch nie von diesem Schatten des Wiedergängers gehört. Ist das irgendeine Art von Himmelsphänomen? Wenn das stimmt, dann weiß Botiel als Planetariumsverwalter wahrscheinlich etwas darüber. Sie müsste sich auf dem Universitätsgelände... Boah, jetzt dürfen wir die nächste stalken. Lebt wohl. So lange regt mich der ganze Scheiß hier auf. Nur noch rumrennen. Wie gesagt, Magiergilde ist auch total langweilig. Kämpfergilde ist auch langweilig. Magiergilde ist langweilig. Finde ich jetzt. Turm des Erzmagers. Da muss natürlich mittendrin stehen. So, du bist Portiel. Hallo. Gut, Schatten des Wiedergängers. Wiedergänger, sagt ihr? Und das steht für etwas in den himmlischen Gefilden? Das kommt mir bekannt vor. Lasst mich nachdenken. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Falkar war vor einiger Zeit hier und hat sich genau nach so etwas erkundigt. Er sagte, er bräuchte es für seine Nachforschungen. Er hatte ein dickes Bündel mit Notizen darüber bei sich. Leider konnte ich ihm auch nicht mehr helfen als euch. Jetzt, da das Planetarium in einem derart reparaturbedürftigen Zustand ist, habe ich keinerlei Bezugspunkt. Falkar hat das hier zurückgelassen. Ich glaube, es rutschte aus seinen Notizen heraus, als er wieder ging. Ich habe dem nicht viel Wert beigemessen, doch vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Okay. Hast du gekritzelte Notiz? Lesen wir die mal. Ich würde gerne hier hin. Ha 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 ha. Hast du gekritzelte Notiz?
Primäre Orte, die dunkle Spaltfestung, Isteros Festung, Lynchal, Strudel, Lochhöhle, Wendelbeck. Altäre wurden errichtet, ein Siedler wurden gerufen. Wiedersehen. Okay, was sagt die Karte? Was? Boah, jetzt muss ich wieder dem Kerl die hässliche Notiz zeigen. Boah, so langsam geht mir das hier... Macht mich aggressiv, Leute. Los euch. Würde ich nicht wissen, dass ich eine total hässliche Quest machen müsste, um wieder in die Magie wieder reinzukommen, würde ich die alle abstechen. Schönen Tag. So, Schattenwiedergänger. Dann hat Falkar also ebenfalls Interesse für diesen Wiedergänger gezeigt und diese Notiz zurückgelassen? Vielleicht sollten wir sie auf weitere Hinweise untersuchen. Nein, echt? Hier werden mehrere Orte aufgelistet. Der erste Ort ist der dunkle Spalt. Den kenne ich. Das ist eine Höhle in den Bergen südlich von Chatinal. Wenn sich dort tatsächlich ein Altar befindet, worauf die Notiz schließen lässt, dann könnte diese Höhle mit dem Inhalt des Buchs zu tun haben. Okay. Begebt euch zum dunklen Spalt, sobald dieser Schatten wieder auftritt. Okay, ich mag jetzt nicht weiter mit ihm reden. Hier geht's mir alle nur noch sowas von auf den Sack. Kleine Hodenkinder. Ist ja nicht so weit weg. Gehen wir mal in Carbos Lager. Wahrscheinlich werden wir wieder ganz viele Banditen gespawnt haben. Wenn wir gleich wieder abstechen dürfen. Hurra! Jetzt mal etwas Kampf-Action. Dachte ich mir doch. Ich wollte eigentlich mein Skelett beschwören. Was war denn das jetzt für ein komischer Ausruf? Ja, mein Skelett hat ja tatsächlich sehr lange gehalten. Mein Skelett hat mir wieder sehr lange gehalten. Ihr habt euren Meister Wow. Ich heile mich. Ja, Drachi, das machst du gut. Wir gehen weiter. Pflanze. So. Ich will hier rauf. Ja, das nervt hier etwas bei dem Spiel, dass man so elendig den Weg suchen muss, um einen Berg rauf zu klettern. Weil manchmal läuft der Charakter einfach nicht weiter und da muss man immer so komisch hin und her laufen. Dunkler Spalt. Was ist denn das? Ach so, ein Baum. Das sah jetzt etwas komisch aus, aber okay. So, ein Altar. Was müssen wir mit dem Altar machen? Wir müssen einen großen Seelenstein reinlegen. Haben wir einen großen Seelenstein? Wir legen jetzt einfach mal einen rein. Was wir dann allerdings machen müssen, wir müssen irgendwie einen Seelenfangzauber drauf sprechen. Ob wir sowas jedoch haben, ich bezweifle es. Und wer hat recht gehabt? Ich habe recht gehabt, wir haben sowas nicht. Feuerschaden? Nee. Wir haben sowas nicht. Oder vielleicht, was passiert, wenn wir mit Umbra draufschlagen? Die hat ja Seelenfalle. Okay, nee. Wir gehen jetzt einfach mal in den dunklen Spalt rein. Mal schauen, was da drin so ist. Vielleicht finden wir da drin auch einen Seelenfangzauber. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Der Orden des Schwarzen Wurms vertilgt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Okay. Ja klar, jetzt willst du mich angreifen. So, kriegst du aufs Maul. Handgeschriebene Notiz. Was willst du mir jetzt mit deiner handgeschriebenen Notiz mitteilen? An die einen Siedler, legt eure Seelensteinanteil, betet um seinen Segen und festet eure Seelenfallmagie auf den Altar. Eure Steine werden zu Instrumenten seiner göttlichen Macht werden. Gut, habe ich nicht gesagt, irgendwie sowas. Ach,
Wir können keine Gegenstände, die wir für eine Mission brauchen, entfernen. Wir brauchen die... Ich habe beobachtet, wie Totenbeschwörer in Dunkelspalttöne schwarze Seen Juwelen erstellen. Ich muss... Nee, wir erkunden noch diese Höhle. So sieht's aus. Skelett-Champion. Weil diese schwarzen Seelensteine sind besser als normale Seelensteine. Viel besser. Und ich will auch ein paar haben. Ah, jetzt hat sie uns bemerkt. Schnellcheck. Wow. Au. Wow. Hey. Ach so, deshalb war ich so langsam. Ich habe es kaum bemerkt, dass ich die ganze Zeit noch geschlichen habe. Was zur Hölle? Ich drehe mich um und sterbe. Gut, jetzt werden wir den einfach eiskalt messern. Ich habe noch nicht mal richtig ausgeholt und er war schon tot. Gut. So, ich habe beobachtet. Schön, wir haben jemanden gestalkt. Mal wieder. Ist hier eine süße Fackel? Gehen wir jetzt einfach mal die Sache anders lang. Gehen wir mal hier lang. Ach, wir gehen hier trotzdem einfach durch. Erstmal die Höhle hier schön zum Kopf stellen. Bett hier sind Fallen. Den können wir von hinten erledigen, hier ist sonst keiner. Doch, da hinten ist ein Geist. Du kannst du kriegst aufs Maul. Mir ist aufgefallen, wir sind irgendwie richtig schlecht gegenüber Untoten. Wir machen denen richtig wenig Schaden. Safe. Stimmt, können wir uns hier so einfach eiskalt so an den Rand schleichen. Dachte ich es mir doch. Da oben ist auch noch was. Gut, hier ist eine Kiste. Das Brusthandschuh können wir leider nicht mitnehmen, da werden wir überlastet. Hier ist ein Geist und da ist ein Beschwörer. Nee, Geist. Wollen mich jetzt verarschen. Die sehen mich nicht. Die sehen mich tatsächlich nicht. Das ist krank. Wenn man jetzt bedenkt, wir haben Schleichen nicht mehr auf 100. Ich möchte nicht wissen, wie sehr sie uns dann nicht sehen, wenn wir Schleichen auf 100 haben. Ja, wir werden auch die Höhle erst im nächsten Part weiter erforschen. Also Leute, das war mal wieder Let's Play The Elder Scrolls für Oblivion. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Also, tschaußen!